Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Herzlich willkommen auf dem Kanal Fides Catholica. Heute kommt der dritte Teil der Buchvorlesung aus dem Buch Katholischer Glaube, die Handkommunion von... Mein Auto steht nicht dabei. Jetzt kommt eben der dritte Teil. In diesem Sinne, fangen wir an. Memoriale Domini. Einführung der modernen Handkommunion. Durch die Instruktion Memoriale Domini hat die Gottesdienstkongregation am 29. Mai 1969 zuhanden der Bischofskonferenzen ein Dokument über die Kommunionsspendung herausgegeben, das praktisch den Siegeszug der modernen Handkommunion in der katholischen Kirche einläutete. Die Instruktion ist approbiert, also genehmigt, von Papst Paul VI., unterschrieben vom Präfekten der Kongregation für die Heilige Liturgie, Benno Kardinal Gut, und ihrem Sekretär, Hannibal Bugnini. Wenn man das Dokument liest, drängt sich unwillkürlich der Eindruck des Tragischen auf. In 80% des Textes von Memoriale Domini wird eindringlich für die Beibehaltung der traditionellen Mundkommunion verwendet. Zu Beginn wird das auf das große Interesse der Kirche hingewiesen, dass die Eucharistie auf die würdigste und fruchtbringendste Weise gefeiert und an ihr teilgenommen werde. Unverletzt bewahrt werde dabei jene Überlieferung, deren Reichtümer in das Brauchtum der Kirche übergegangen sind. Dann wird der Wunsch erwähnt, der hier und dort in den letzten Jahren entstanden ist, die Handkommunion zu gestatten, um auf die im Ungehorsam praktizierte Handkommunion sprechen zu kommen. Es geschah sogar, dass in bestimmten Gemeinschaften und Orten ein solcher Ritus vorgenommen wurde, obwohl vorher die Genehmigung des apostolischen Stuhls nicht erbeten worden war. Schließlich wird mit einem Hinweis auf die Dokumente der Kirche und der Kirchenväter die größte Ehrfurcht und die höchste Klugheit gefordert, die man der heiligsten Eucharistie entgegenzubringen habe. Dann heißt es, es soll niemand jenes Fleisch essen, ehe er es angebetet hat. Und für den Empfang wird ermahnt, empfange es, wache jedoch darüber, dass du daraus nichts verlierst, denn es ist der Leib Christi. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die Gewohnheit der Mundkommunion deshalb in der Kirche eingeführt worden sei, weil in der nachfolgenden Zeit die Wahrheit des eucharistischen Geheimnisses, seine Kraft sowie die Gegenwart Christi in ihm tiefer erforscht worden war. Auch der Sinn der Ehrfurcht diesem hochheiligen Sakrament gegenüber, als auch der Demut, mit welcher es umfangen werden muss, wurde die Gewohnheit der Mundkommunion eingeführt. Dann folgt jener wunderbare Abschnitt, der es unmöglich zu machen scheint, dass in der Kirche jemals die Handkommunion eingeführt werden könnte. Diese Weise der Kommunionausteilung muss unter Berücksichtigung der gesamten jetzigen Lage der Kirche bewahrt werden. Nicht nur, weil auf den überlieferten Brauch gestützt, sondern besonders deshalb, weil sie die Ehrfurcht der Christgläubigen der Eucharistie gegenüber zum Ausdruck bringt. Dieser Brauch ist in keiner Weise der Würde derjenigen abträglich, die einem so hohen Sakrament nahen. Er gehört zu jener Vorbereitung, die erforderlich ist, dass der Leib des Herrn auf die fruchtbarste Weise empfangen werde. Und etwas später heißt es noch einmal, außerdem werden wir durch diesen Ritus, der als der Überlieferte anzusehen ist, auf wirksame Weise sichergestellt, dass die heilige Kommunion mit jener Ehrfurcht, Schönheit und Würde ausgeteilt wird, die ihr gebührt, und dass jede Profanierung der eucharistischen Gestalten abgewehrt wird, unter denen auf einzigartige Weise der ganze und ungeteilte Christus als Gott und Mensch wesenhaft enthalten und gegenwärtig ist. Und schließlich wurde liebvolle Sorgfalt den krummen,
des konsekrierten Brot, den Krumen des konsekrierten Brotes gegenüber angewandt, die die Kirche immer empfohlen hat. Wenn du zulässt, dass etwas dir wegfällt, so halt dafür, als hättest du aus deinen eigenen Gliedern etwas verloren. Das Dokument kommt dann auf den Wunsch nach Änderungen des althergebrachten Ritus zu sprechen, den einige wenige Bischofskonferenzen und einige einzelne Bischöfe verlangt hatten. Der Heilige Vater habe daraufhin die Befragung aller Bischöfe der gesamten lateinischen Kirche angeordnet. Statt die Fragen mit dem Umfrageergebnis anzuführen, wie man dies eigentlich erwartet, wird zuerst auf die Tragweite einer solchen Änderung aufmerksam gemacht. Eine Änderung nämlich in einer Sache von solcher Tragweite, die sich außerdem auf sehr alte, ehrwürdige Überlieferung stützt, berührt nicht nur die Disziplin, sondern bringt die Gefahr mit sich, dass aus der neuen Weise der Austeilung der Heiligen Kommunion die Ehrfurcht dem erhabenen Sakrament des Altares gegenüber verringert werden könnte. Oder dass zu befürchten wäre, dass Sakrilegien geschehen oder aber dass die rechte Lehre verfälscht wird. Jetzt erst folgen die drei Fragen, auf die die Bischöfe bis zum 12. März des Jahres 1969 zu antworten hatten. Die erste Frage lautete: Ist dem Wunsch nach, ihrem Urteil zu entsprechen, außer der herkömmlichen Weise auch den Ritus der Heiligen Kommunion in die Hand zu empfangen, zu gestatten? Zustimmend 567, ablehnend 1233, zustimmend mit Vorbehalt 315, ungültig 20. Im Dekret steht, dass die weit größere Mehrheit der Bischöfe der Auffassung ist, die Weise der Kommunionabspendung nicht zu ändern. Und erneut wird betont, aus diesem Grunde sei der Heilige Vater es als nicht angebracht an, die herkömmliche Weise der Austeilung der Heiligen Kommunion zu ändern. Aus diesem Grund ermahnt der Heilige Stuhl die Bischöfe, die Priester und die Gläubigen mit allem Nachdruck dem geltenden und erneut bestätigten Gesetz mit Eifer zu folgen, weil das gemeinsame Wohl der Gesamtkirche zu berücksichtigen ist. Auf diese Worte folgt in drei kurzen Abschnitten: Man ist fassungslos, praktisch die Erlaubnis zur Handkommunion für all jene Gebiete, wo im Ungehorsam gegen den Heiligen Stuhl bereits die Handkommunion praktiziert wird. Es ist die Rede vom neuen Brauch, der richtig zu ordnen ist. Was daraufhin innerhalb der Kirche geschehen ist, darf als bekannt vorausgesetzt werden. Die Handkommunion wurde überall eingeführt, zum Teil sogar verpflichtend. Nachdem man diese Dokumente hatte, hielt man sich auch nicht an jene Bestimmungen, welche die Erlaubnis zur Voraussetzung hatten. Schließlich wirken diese drei letzten Abschnitte in der Instruktion wie ein Fremdkörper. Das muss jedem unvoreingenommenen Leser geradezu in die Augen springen. Denn die Absicht der Instruktion Memoriale Domini ist bis auf die drei letzten Abschnitte konsequent darauf ausgerichtet, die Mundkommunion zu bewahren und die Handkommunion nicht zu gestatten. Übrigens lautet der allerletzte Satz der Instruktion: Entgegengesetztes wird hiermit außer Kraft gesetzt. Ob sich wohl all jene Priester auf diesen letzten Satz berufen, die vielen Gläubigen die Mundkommunion verweigert haben oder verweigern, weil sie keinen Respekt vor dem Gewissen dieser Gläubigen haben. Als Beichtvater hat der Schreibende mehrmals erlebt, wie Gläubige im Beichtstuhl geweint haben wegen der erzwungenen Handkommunion und wegen der Schikanen, die sie von Seiten der Priester erlebten, wenn sie in der althergebrachten Weise kommunizieren wollten. Gibt es eine plausible Erklärung für ein so widersprüchliches Dokument? Pater Michael schreibt: In seinem Herzen hat er, Papst Paul VI., die Handkommunion nicht gebilligt. Denn die Instructio Memoriale Domini schließt in ihrer ursprünglichen Fassung vom März 1969 nach der Abstimmung durch den Weltepiskopat mit der eindringlichen Mahnung an Bischöfe, Priester und Volk bei der Mundkommunion zu bleiben. Aber die Agitatoren für die Handkommunion brachten es fertig, einen Zusatz für die Instruktion einzubringen. Wir kennen diesen Zusatz. Es sind die drei letzten Abschnitte. Interessant sind in diesem Zusammenhang noch zwei Feststellungen. Viele europäische
Bischöfe haben die Instructio Memoriale Domini für ihre Gläubigen nie veröffentlicht. Im Messbuch des neuen Ritus für die deutschsprachigen Diözesen steht hinsichtlich der Austeilung der Heiligen Kommunion Folgendes. Der Kommunizierende hält die Patene unter den Mund. Das folgende Wort aus der Heiligen Schrift drängt sich unwillkürlich auf. Es ist beileibe nicht ironisch gemeint. Wer es fassen kann, der fasse es. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Und noch einen schönen